Leute, bitte bis zum Ende schauen. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Info für alle, die beim Turnier mitmachen möchten und meine Streams weiterhin verfolgen möchten. Ich streame aktuell auf Twitch. Wer kein Twitch hat, ladet euch doch einfach die Twitch-App auf dem Handy runter. Das geht 2 Minuten. Macht euch einen Account. Geht 5 Minuten mit einer E-Mail und einem Passwort. Und dann gebt B9 unterstrich Foxy FN ein. Also BE9 unterstrich Foxy FN in der Videobeschreibung und im Titel. Denkt, na, nein, nicht im Titel, aber in der Videobeschreibung seht ihr es dann nochmal. Und ja, da geht das Turnier weiter, Jungs. Wir machen es so heute, also ihr seht wahrscheinlich das Video am Donnerstag. Heute und morgen ist ja noch die Quali-Phase bis 20 Uhr. Wir machen es genau gleich weiter wie auf YouTube. Wir scheißen auf diesen Bann. Wir ignorieren ihn komplett, Jungs. Was man dann machen muss, um teilzunehmen, ist es halt einfach, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und mir einen Twitch-Follow dazulassen, anstelle halt andere Sachen zu machen. Ist zwar einfacher, aber ich kann es genauso gut nachschauen. Und dementsprechend, ja. Also dort geht das Turnier weiter und ja, wir werden auch am Samstagmorgen um 10 Uhr das Turnier, also den Turnierbaum weiterfahren. Also an alle, die qualifiziert sind, nehmt euch bitte ans Herz. Ladet euch Twitch runter. Der 2 Minuten. Ich packe euch sogar noch einen Link in die Videobeschreibung. Ladet euch Twitch runter. Erstellt euch einen Account, so wie ihr es bei jeder Plattform machen müsst, was 2 Minuten dauert. Und kommt rüber an alle, die qualifiziert sind und an alle, die mitmachen wollen und an alle, die gerne zuschauen möchten. Ich würde ja gerne auf YouTube streamen, aber es geht nicht. Deswegen muss ich auf Twitch streamen. Also schreibt mir nicht schon wieder in die Kommentare, hab keinen Bock auf Twitch oder so. Jungs, ich kann es nicht ändern, wenn ihr keinen Bock habt, dann verpasst ihr halt das Turnier. Wenn ihr Twitch nicht habt, wie gesagt, ladet's euch runter. Das ist nicht schwer. Es dauert 5 bis 10 Minuten, das Ganze einzurichten und dann kann man mir zuschauen. Also ist echt ganz, ganz einfach. Und ja, also so viel an ich zu dieser Info. Ich werde auch die Nacht wieder durchstreamen auf Twitch. Also wer Bock hat, kann gerne kommen. Ich bin jetzt live auf Twitch. Also ist auch noch mal eine kleine Info. Ich bin jetzt live auf Twitch. Könnt ihr gerne rüberkommen. Und ja, in dem Sinne, falls ihr noch Fragen habt, stellt mir die gerne in den Kommentaren. Also teilt wirklich das Video mit allen, wo ihr wisst, die haben beim Turnier mitgemacht, die wollen beim Turnier mitmachen, die haben sich qualifiziert und so weiter und so fort. Wirklich bei allen. Und wir machen das Turnier im genau gleichen Prinzip weiter. Ich muss halt noch die die Nightbot-Sachen umstellen und so weiter und so fort. Ist nicht schlimm, ich mache es dann im Stream, damit ich halt schon live bin. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, macht's gut und ciao.